Eine Freitextfrage erstellen Sie in Elias, indem Sie Frage erstellen anklicken, im Dropdown-Menü Freitext eingeben anklicken und abschließend auf Erstellen klicken. Die Pflichteingaben sind mit einem Sternchen markiert. Geben Sie zunächst den Titel ein. Dieser ist hilfreich, um die Fragen später wiederzufinden. Er kann bei der Testfrage selber ein- oder ausgeblendet werden, wenn die Studierenden darauf zugreifen. Leiten Sie dann in die Aufgabe ein und formulieren Sie eine möglichst konkrete und präzise Frage oder Aufgabe. Die Einleitung kann zum Beispiel Informationen zu einem zu bearbeitenden Fall oder Elemente, Theorien und Methoden enthalten, die bei der Beantwortung beachtet werden sollen. Formatieren Sie dann die Frage weiter, zum Beispiel die Einleitung, und heben Sie beispielsweise die eigentliche Aufgabe bzw. Fragestellung hervor. Die Angaben unter Bearbeitungsdauer dienen nur der Orientierung für Sie als Prüfender. Sie haben keinen direkten Einfluss auf die Prüfungsdurchführung. Beachten Sie, dass die Eingabe unter maximaler Anzahl von Zeichen negative Auswirkungen haben kann, weil Studierende hierbei eine ungewohnte Zeichenbeschränkung einhalten müssen. Der Fragetyp erfordert immer eine manuelle Bewertung durch den oder die Prüferin. Die Option automatisierte Bewertung bezieht sich nur auf im Antworttext enthaltene Begriffe. Für diese Begriffe können Punkte unter Vorbehalt vergeben werden. Sie ersetzen keine manuelle Bewertung. Für die Bewertung ist es hilfreich, mit Niveaustufenmodellen zu arbeiten, welche die Anforderungen an die Prüfungsleistung möglichst objektiv beschreiben. Hierüber lässt sich auch überprüfen, ob Aufgabenstellung und Learning Outcome der Modulprüfung zueinander passen. Mehr dazu finden Sie im Steckbrief Niveaustufenmodelle für die Prüfungsauswertung. Geben Sie am Ende die Punkte ein und klicken Sie auf Speichern und Zurückkehren.